Ja, hallo ihr Lieben, ich möchte jetzt hier mal noch ein Wochenendorakel reingeben. Das zählt vom 26. bis zum 28., also ab Freitag bis Sonntag. Es kann aber auch noch hier in den Montag mit hineinkommen. Bedenke bitte bei dieser Legung, sie kann in Resonanz mit dir sein, muss aber nicht. Achte hier also immer auf dein Bauchgefühl. Ich arbeite hier mit den Runenorakel von Antara Reimann und Roland Scholz vom Schörner Verlag und hier mit den ABC-Karten von der Britta Rimmel. Ja, ich lasse jetzt hier mal drei Energien hinausspringen und mal schauen, was erwartet denn hier das Kollektiv am Wochenende? Was erwartet das Kollektiv hier am Wochenende? Eine kam schon raus. Noch zwei Karten bitte. Was erwartet das Kollektiv hier am Wochenende? Oh, da haben sich zwei herumgedreht. Okay, da haben wir doch schon unsere Energien für das Wochenende hier. Ich werde die Karten jetzt mal rumblättern und dann schauen wir uns das hier mal an. Also, am Wochenende wartet hier mit der Berkana eine neue Idee auf dich, ja. Du sollst also hier schauen, was dich nährt, was dich selbst nährt, was deine Seele nährt. Auch hier wird das Wochenende eher freudig. Du kannst hier auch in deine Gefühle hineingehen. Aber es ist wichtig, dass du hier nicht in einen Stillstand gerätst. Das ist hier jetzt schon mal die Botschaft für das Wochenende. Wir schauen jetzt mal mit der Berkane, mit den Bildkarten nochmal drauf. Was sind das denn für Ideen, die hier am Wochenende kommen? Also mit dieser Karte möchte hier deine Lebendigkeit geboren werden. Was möchtest du denn gern gebären? Was möchtest du vielleicht in dein Leben gebären, damit du dich überhaupt hier lebendig fühlen kannst? Darum geht es hier bei dieser Karte. Wir schauen mal, was möchten uns die Bildkarten jetzt noch hier zum Wochenende sagen? Also hier sollen neue Ideen geboren werden, die dich in deine Lebendigkeit kommen lassen. Auch hier hast du ganz viel Freude am Wochenende, sollst aber nicht in einen Stillstand geraten. Und was ist jetzt hier denn noch damit zu sagen? Irgendwas hat sich jetzt hier noch aufgeblättert gehabt oder auch nicht. Na gut, ich lasse mal noch eine rausspringen. Okay, wusste ich doch, dass da noch eine raus möchte. Ja, hier am Wochenende kann es natürlich sein, dass du entweder viele Verehrer hast oder viele Fans, die dir hier hinterherrennen wollen und du möchtest hier aber einfach nur flüchten. Und hier geht es darum, dass du hier wirklich mal deinen Anker setzt, dass du hier einfach mal mit dir bist. Dass du auch hier dich nicht beunruhigen lässt, wenn hier das passiert. Also wenn, vielleicht ist es ja so, dass viele Menschen was am Wochenende von dir wollen und du möchtest aber einfach nur in deiner Freude sein, in deiner Ruhe sein und hier den Anker setzen. Also hier einfach oder dich vielleicht auch ins Abenteuer stürzen. Also die Karten haben wirklich viele Bedeutungen. Es kann sein, dass du dich ins Abenteuer stürzt und du hast halt ganz viele Menschen, die dann auf dich zukommen und etwas von dir wollen. Es kann aber auch sein, dass du einfach nur hier in deinem Leben einen sicheren Hafen hier für dich selbst suchst. Es geht natürlich auch darum, deine Gedanken hier nochmal zu beobachten. Also, meine Gefühle und Gedanken kommen und gehen. Und es ist wichtig, wenn du deine Gedanken beobachtest, dass du hier, wie gesagt, nicht in einen Stillstand mit den Gefühlen hier kommst, sondern dass du die hier wirklich mal anschaust, deine Gedanken. Wir gucken jetzt mal noch auf eine Sonderkarte oder nee, wir schauen noch mal mit den Bildkarten. Was ist denn hier noch mit der Gesamtenergie? Was ist hier noch wichtig für meine Zuschauer zu wissen am Wochenende? Ah, das sind gleich mal drei Karten rausgesprungen.
Ja, also das bedeutet hier, dass du hier am Wochenende auch etwas in deiner Situation dazulernen kannst. Du kannst hier etwas lernen, wenn du hier in die Stille bei dir gehst und dir wirklich mal deine Sachen, deine Themen hier anschaust, deine Gefühle und deine Gedanken. Und hier bedeutet das, lass auch nicht das Haus entwurzeln, also lass dich hier nicht entwurzeln davon. Das heißt also hier nicht in den Stillstand mit der Isa kommen, sondern ja, fordere, forme deine eigenen Wurzeln, ja, da wo du wirklich hin möchtest im Leben. Denn du hast dein Leben selbst in der Hand. Wir ziehen jetzt mal noch hier eine Sonderkarte darauf. Was ist denn hier noch zu wissen am Wochenende? Was ist hier zum Abschluss noch zu sagen? Also es geht hier um das freie Erd, das heißt also um die Gemeinschaft, um dein Zuhause. Also in deinem Zuhause möchten auch neue Ideen geboren werden, auch in dir, die dich nähren. Ja, du sollst dabei auch bestimmen, was dir gut tut und was nicht. Dann hier, dass du in die Freude kommst, nicht in einen Stillstand, dass du, wie gesagt, dich vielleicht auch mal ins Abenteuer stürzt, vielleicht auch mit der Familie, dass du auch deinen Anker setzt, weil wenn du das machst, dann kannst du ja ganz viel lernen, ja, und deine eigenen Wurzeln hier im Leben setzen. Also eine gute Gemeinschaft und ein gutes Zuhause ist hier das Beste, was es überhaupt gibt. Und das lehrt dich hier das Wochenende. Ja, damit wünsche ich euch noch hier ein wundervolles Wochenende und wir hören uns hier Montag wieder. Ciao.